Yo, OneHealthTurn, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und in diesem Video werde ich mal so die Argumente zusammenbringen, die in den letzten Wochen, sag ich jetzt mal, dafür gesorgt haben, dass eine Wahrscheinlichkeit des Erscheins eines Lowrider-Updates immer größer wird. Und ja, starten wir auch gleich mal. Als erstes kann man schon mal sagen, dass vor 2 Tagen GTA 5 auf dem PC, also bei Steam, geupdatet wurde. Das war jetzt aber kein Update für die Spielerrechnung, sondern ein Rockstar-Update, ein Fix-Update-Rechnung. Und zwar war da ein Update, eine für sozusagen eine Beta-Version für das Update. Allerdings muss ich, glaube ich, sagen, dass die Leute, die sich jetzt erhoffen, dass das Update billiger wird, enttäuschen muss, denn so ein Lowrider Future, das hat, glaube ich, auch schon seinen Preis, das mit Autos rumzuspringen und zu wackeln, das ist schon eine extrem geile Sache. Und ich glaube nicht, dass Rockstar da jetzt einfach sagen wird, ach komm, das ist zwar jetzt das Gegenstück zum Algorithm Games Update, machen wir aber nicht billig, denn wir wissen ja, Rockstar will auf jeden Fall Geld verdienen. Der nächste Punkt ist, es wurde eine Fachbewertung von HyperTimeMW2 Recording entdeckt. Und der ist eigentlich mal relativ zuverlässig in der Sinn. Haben wir hier in dem Text, das ist zwar nur mittels des Verbandes auf GTA 4, den Moonbeam und den Primo, den Java und den Pilz und den Virgo, den Kino, den Staubrennen und den Wissermann und den Tornado und den Slender. Ja, das sind alles Fahrzeuge, bei denen man einfach sagt, das sind eigentlich die meisten davon, sind einfach Lowrider. Wie Voodoo spricht allein schon dafür, dass es ein Lowrider-Update wird, glaube ich, weil der Voodoo zum ersten gibt es in einer gerosteten Version und diese ganzen Lowrider sind ja auch immer ziemlich schön ja, hochpoliert und so. Und deswegen denke ich, kann man sagen, dass das jetzt nicht einfach so ein ja, so eine Schrottsache Sachen wird. Und deswegen werden die, glaube ich, extra für das Update eine saubere Version reinbringen. Außerdem ist das Originalvorbild des Voodoos, und zwar der Chevrolet Impala der zweiten Generation, einfach das Symbol für Lowrider schlechthin. Also das ist so, ja, das Lowrider Original-Klasse-Fahrzeug. Ja, der Faction 2 und 3, das sind zwar nur Mittelklassewagen aus GTA 4, aber ich denke mal, so ein paar Abschiede gibt es immer. Der Moonbeam, das finde ich relativ interessant, weil das ist eigentlich nur so ein Band, ne? Der Primo, das ist, also wie ich das auch schon gesagt habe, das ist eher so ein Retro-Wagen. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man so ein bisschen so mal nicht alles drauf macht. Ich glaube, vielleicht kriegen wir auch ein paar Kinderkarte ausgezogen, das heißt, ich finde das jedenfalls nicht sehr geil. Der Double DC, das finde ich auch sehr interessant, weil ich mit dem Double Probe in die Theater bin. Der hieß aber in GTA 4 halt nur WGT, was mir zum Beispiel keine Ahnung. Ja, der Work, der Würde und der Team sind beide mit dem letzten einfachen Update dazugekommen, das ist beide Master-Card. Ja, denke ich, wird auch ziemlich interessant, obwohl diese beiden ja auch sehr nah Lowrider aus dem Allianz sind, die sind auch Vorlesen von Lowrider. Ich finde auf jeden Fall richtig geil, wenn die auch dazu kommen würden. Dann haben wir noch den Butcher Beer, was ein Master-Card ist, was schon im Spiel ist. Fände ich auf jeden Fall cool, wenn man damit so eine Lowrider-Funktion einbauen würde. Ja. Dann mal den Tornado aus San Andreas. Und ich denke, ja, den Voodoo gab es ja auch schon in San Andreas. Ich denke, das wird auch so eine Sache, da konnte man ja damals auch einen Lowrider machen. Deswegen denke ich, wird das auch ein Lowrider. Dann haben wir noch den Slender, den ich auch extrem cool finde. Ja, konnte man damals auch schon machen. Aber das war von mir erstmal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann finde ich auch, dass das mit Lowrider beginnen wird. Dann ist das extrem cool, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Ja, ganz okay. Ja, klar. Ich dachte,